sparsam und smart. Mit Ihrem BMW sind Sie energieeffizient unterwegs. Dank dem Effizienztrainer im BMW Operating System 8. Diese Funktion hilft Ihnen, die Pedale passend zur Verkehrssituation zu nutzen, wenn Sie im Efficient Mode fahren. Drücken Sie die My Modes-Taste in der Mittelkonsole und wählen Sie Efficient aus. Oder sagen Sie einfach Ihrem BMW Intelligent Personal Assistant: Hey BMW, wechsle zum Efficient Mode. Okay, ich aktiviere den Efficient Mode. Jetzt reguliert Ihr BMW den Energieverbrauch, um Ihre Reichweite zu maximieren, indem er bestimmte Einstellungen anpasst. Beispielsweise den Energieverbrauch der Klimaanlage. Außerdem zeigt Ihnen Ihr Fahrzeug in jedem Display an, wie effizient Sie beschleunigen. Vorausgesetzt, die Geschwindigkeitsregelung ist nicht aktiviert. Alles im blauen Bereich. Ihr E-Power-Meter im Instrumentendisplay zeigt eine blaue Markierung. Beschleunigen Sie vorsichtig, um in diesem effizienten Bereich zu bleiben. Ein blaues Leuchten zeigt Ihnen, dass Sie optimal fahren. Hier sehen Sie in Blau die Bonusreichweite, die Sie durch eine effiziente Fahrweise hinzugewonnen haben. Wenn Sie zu stark beschleunigen, färben sich die Markierungen im Display grau. Ein Pfeil signalisiert Ihnen, das Fahrpedal weniger stark zu betätigen. Vorausschauend. Je nach Ländervariante und Ausstattung passt sich die Effizienzanzeige an die vorausliegende Strecke an. Sie werden aufgefordert, Ihren Fuß vom Fahrpedal zu nehmen, um so effizient wie möglich zu verlangsamen. Ein Symbol im Instrumentendisplay informiert Sie bis zu mehreren hundert Metern im Voraus über Änderungen des Tempolimits, Kreuzungen oder Kreisverkehre. Ein weiteres Symbol des Effizienztrainers erscheint, falls Sie nicht ausreichend bremsen, zum Beispiel wenn ein langsameres Fahrzeug vor Ihnen fährt. Sie wollen mehr Details? Gehen Sie im Zentraldisplay zu Fahrzeug-Apps, Live Vehicle. Wenn adaptiver Inhalt aktiviert ist und Sie sich im Efficient Mode befinden, erhalten Sie eine Auswertung Ihrer Fahreffizienz seit Beginn Ihrer Fahrt. Auf einer Skala von 1 bis 10 für Antizipation, Beschleunigung und Geschwindigkeit. Folgen Sie auch weiterhin unserer How-To-Serie, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen.